Sind Sie ein Putin-Versteher? Hat die PR bei Ihnen nicht funktioniert? Ja, sieht man, wenn man die Informationen hat, die das Internet ja Gott sei Dank liefert, und man schaut sich die Krise in der Ukraine an, dann muss jeder vernünftig denkende Mensch Putin-Versteher sein. Also das ist aber nicht schwierig, da zu erkennen, wie die Medien arbeiten. Nur was ich bezweifle ist, was man immer hört, dass die Medien im Konzert und unter Absprache die Menschen bewusst in das Licht führen. Ich glaube, das ist viel simpler, so wie Hannah Arendt das mal gesagt hat mit der Banalität des Bösen. Harald Schumann sagt in diesem Buch in der vierten Macht, Medien können niemals die Speerspitze eines revolutionären Umdenkungsprozesses sein. Wer sollte das bewerkstelligen? Die Medienarbeiter, die werden zu 99% überfordert, weil sie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und wenn Sie sehen, wer da arbeitet, das war immer so, dann wissen Sie auch, dass da ein Bewusstsein bestimmt nicht heranwächst. Nicht? Und heute sind eben auch die Etats so beschnitten, dass für Recherchen der eigenen Redaktion überhaupt ja gar kein Geld mehr da ist. Die übernehmen und übernehmen und übernehmen. Und dadurch kommt diese Gleichheit zustande. Lassen Sie uns zur aktuellen Situation in den Medien kommen. Wir haben einen Medienkrieg, der auf einen Krieg vorbereitet, sage ich mal, oder auf einen, wir nennen es heute militärischen Konflikt oder noch besser Peacekeeping Operations mit Waffen. Die Krim-Krise. Was ist Ihrer Meinung nach die Krim-Krise und würden Sie hier von einer Gleichschaltung der Medien sprechen? Wie würden Sie es nennen? Das ist das Werk von Also, wie gesagt, Alpha-Journalisten. Sie sind gleichgeschaltet, was die Außenwirkung angeht. Inwieweit das jetzt auf einer Absprache beruht, wage ich nicht zu behaupten. Ja? Aber dass Sie unisono den gleichen Mist verzapfen, ist klar. Dass Sie sich vor der Wahrheit drücken, ist auch klar. Was wiederum damit zu tun haben kann, dass Sie keine eigenen Recherchemöglichkeiten besitzen, also weil einfach der Etat eingeschrumpelt worden ist. Das ist doch ganz klar. Brackers, weil wir gerade von ihm geredet haben, hat eine sehr schöne Karikatur ins Internet gestellt. Also man sieht Russland und drumherum sieht man lauter NATO-Stützpunkte. Und darunter steht so eine Frechheit, dass das Russische Reich unseren Stützpunkten so nahe kommt. Also ich will nur sagen, die Ukraine spielt in den Plänen der USA, da ist jetzt aber meine persönliche Meinung, eine große Rolle, um eben diesen euroasiatischen Raum zu besetzen. Um ihn zu spalten. Um ihn zu spalten. Und jetzt sind wir beide wieder Putin-Versteher. Ich behaupte nur, wenn wir ihn an dieser Stelle nicht so souverän erleben würden, er sähe die Geschichte schon mal ganz anders aus. Wo beginnt Ihrer Meinung nach Propaganda? Oder ist das so geschickt gemacht, dass Sie das selbst schon nicht mehr sagen können? Naja, in dem Moment, wo der Journalismus aufgegeben hat, Meinung und Nachricht zu trennen. Das war ja mal so ein eherer Grundsatz, mit dem ich auch noch groß geworden bin im Job. Da wurden auch keine Überschriften gefärbt mit Meinung, sondern die Überschriften basierten auf der Nachricht. Das gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Da beginnt die Propaganda. Eine letzte Frage an Sie als Journalisten, der sich jetzt in die Tagespolitik zurückdrängt. Versuchen Sie die Frage so zu beantworten, als wären Sie noch im Dienst. Wie ehrlich ist deutsche Außenpolitik? Ja, die deutsche Außenpolitik ist nicht ehrlicher als die amerikanische oder die russische. Also ich glaube, dass wir es hier mit einer Insider-Politik zu tun haben. Ich meine, welchen Regeln folgt Politik? Ich meine, das kannst du runterbrechen auf Gewinnmaximierung, ja, und auf Einflussnahme. Und mit Sicherheit nicht auf Mitmenschlichkeit und Fürsorge. Also insofern ist jede Außenpolitik für mich, wenn sie denn nicht erkennbar um Frieden ringt, verräterisch. Hat Louis Buñuel formuliert in einem wunderbaren Zitat, das ich zum Abschluss gerne von mir geben möchte. Sie wissen, wer Buñuel ist, dieser Regisseur, der mit den großen Menschen der 20er Jahre
in einer Hochblüte der europäischen Kultur kreativ tätig war, der hat Folgendes gesagt, und das ist wirklich genial. Ja. Das merken wir uns beide. Die Trompeten der Apokalypse ertönen schon lange vor unseren Toren, das war in den 20er Jahren. Und wir verstopfen uns die Ohren. Diese neue Apokalypse galoppiert wie die alte in Gestalt von vier Reitern heran. Die Überbevölkerung als Ersten, als dem Anführer, der das schwarze Banner schwenkt, der Wissenschaft, der Technik und der Medien. All die anderen Übel, die über uns hereinbrechen, sind nur deren Folgen. Die Medien rechne ich ohne Zögern zu den apokalyptischen Reitern. Sie sind der bösartigste der vier Reiter, denn er folgt den drei anderen auf dem Fuße und ernährt sich von dem, was diese hinterlassen. Würde ein Pfeil ihn niederstrecken, so würde der Ansturm, der uns erwartet, bestimmt noch etwas aufgeschoben werden. Herr Fleck, Dirk C. Fleck, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch.